Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part dieses grandiosen Spiels. In der letzten Höhle, dort fanden wir einfach nicht das Monster. Also sind wir jetzt auf. Haben wir ein bisschen die Welt erkundet und fanden den Pfad der Bestien. Ja. Mal sehen, wo wir lang müssen eigentlich. Wow. The battle is truly joined. Drei von denen. Out of my way. Here we go. Over here. Well then. Ausnahmsweise rufen. I'll do my best. Thunder! Okay. Out of my way. Victory! I will cut you down! So. Auf jeden Fall ist besiegt. Okay. Mit Ruhe. Mit einer Haarnuss. Also, ich glaube, es gibt nur diese Keiler. Also nicht. Here goes nothing. Well then. Ein Schneesturm. Out of my way. Victory shall be mine. All right. Well then. My turn. I'll not be defeated. Have at you. I will cut you down. All right. Eigentlich auch nicht so schwer. Ich folge euch hier hoch. Und es gibt auch noch diese Eichhörnchen. Sind sie auch keine so schweren Gegner? Ja. Warum würde ich das? An der Stelle, dieser mega aus wie ein Bossfight. Aber mega. Das müsst ihr auch noch sehen. Aber war nichts. Vielleicht müssen wir irgendwas machen, damit wir hier erst die Viecher freischalten. Ich glaube nicht. Ich wundere mich, dass wir das nicht. Victory shall be mine. Okay. Alright. Not
Und ein paar merkwürdige Larven gibt's hier. Okay. Mal sehen, was sonst noch da ist. Let us fight with honor. Ja. Here goes nothing. How do you like this? No. Okay. I'll not be defeated. Die sind nervig. Victory shall be mine. I will cut you down. What's yours is mine. Okay, die könnte man öfter ausrauben, wenn man will. Ja, Heiltraum M braucht man ruhig ein paar mehr. Und ein paar Hilfe. Brachte nichts, leider. Dann mal eben das hier. Ja, versuchst du ja immer. Okay, der Welt auf jeden Fall in der Kunde, aber es gibt, wie scheint, wirklich keinen Boss in dem Wald. Also eine Stelle sah noch für mich voll danach aus. Für mich auch, weil es sonst keine andere Stelle dafür gab. Ich habe das Gefühl, irgendwie da noch einmal machen, wir gehen auf den Wald genug ins Spiel. Keine Ahnung. Wir können... Stelle macht man ja nicht einfach so dahin. Ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Skill, wo wir gerade drin sind, eine Schwierigkeitsstufe von 15 hat. Wo wir schon auf normalen Wegen schon 20 hatten. Oder in der Höhle waren mit 20. Also nicht weit genug im Spiel kann es ja nicht sein. Warum das? Die Bitte kann man eigentlich auch so frei erkunden. Also mit der Story, glaube ich, hat es auch nicht so viel zu tun, vermute ich. Keine Ahnung. Flüsterwald, was hat das mit dem auf sich? Das war es, glaube ich, ne?
Flüsterwald. Das war ja. Ich würde sagen, wir suchen auf. Wir können ja mal die nächste Stadt aufsuchen. Gibt es eine nächste Stadt? Ja. Von welchen? Doktor? Kannst du es aussuchen? Weil ich bin noch sehr etwas sehr unentschlossen. Ich würde sagen, wir gehen zu Olberic, weil wir da schon in der Nähe sind. Okay. Durch den ganzen Weg nochmal durch den ganzen Wald da. Primrose ist auch noch näher. Mhm. Dann machen wir jetzt erst Olberic und danach Primrose. Want a tango, huh? Können wir machen. Die Eulen gucken mich so blöd an. Ich hab keinen Bock, gegen blöd anguckende Eulen zu kämpfen. Na toll, das. Wie nennt man das nochmal? Das Verabschiedungskomitee. Sehr nett von euch, aber ich brauche keine Verabschiedung. Und ich will auch nicht wiederkommen. Einfach nur draufschlagen. Und mal kurz gucken bei den Fähigkeiten. Gut, vom Dieb habe ich jetzt zu holen. Greift alle Gegner per Dolchangriff an und fügt diesen Schaden ins Eigentempo zu. Okay. Es gibt noch ein anderes Ziel außer die Katze, die so viel P gibt und flüchtet. Und welches? Ich weiß nicht, das sieht mega komisch aus. This is the beginning of your end. The battle is truly joined. Aha. Leider gibt es irgendwie kein Lexikon der Monster. Das wäre irgendwie recht wünschenswert gewesen. I'll not be defeated. Mit dem Schrein der Jägerin gefunden. Und wo war der? Alright. Auf der rechten Seite, so. Also nicht. Also, in, also erst im neuen Gebiet schon. Ja, im neuen Gebiet war das. Okay. I'm ready. Are you? I'll not be defeated.
Manchmal ist eine gute Idee, einfach nur aus blinder Wut zu schlagen. Östlicher Victus-Kultweg. Also, ich bin jetzt im neuen Gebiet drin und der Weg lautet wie? Gehen wir hoch erstmal. Also, da gibt es ein rechts. Ich wollte nur wissen, was rechts ist. Da rechts. Da wartet mich aber ein Kampf. Hast du mich gerade in eine Falle geführt? Victory shall be mine. Ja. Out of my way. Ha, ha, ha. Here goes nothing. Well then. How about you? Der Stab und ja. Try this. Nur 30, toll. Die Flammen sind immer gut. Out of my way. All right. Let's get down to work. This calls for service. Macht dir viel Schaden und schön viel Schaden. Und ich besiegt. Where's the nearest tavern? Schrein der Jägerin. Und da haben wir ja das schöne Ding. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Triafendi, die Jägerin. An euch werde ich mich wende ich mich an euch. Übermittle ich das Wissen des Himmels. Ich habe eine kleine Vermutung, was die ganzen Schreie zu bedeuten haben, aber ich warte noch ein bisschen ab. Ja. Laufbahnen. Den Olberik, den gebe ich mal erstmal die Sachen für als Jäger. Ein Pfeilhagel dazu. Sonst eigentlich nichts. Die normalen Fähigkeiten. Ja, das heißt erstmal warten, bis irgendwas Passendes für den Dieb kommt. Oder. Nö, ich werde es doch erstmal umändern. Dann soll der Dieb erstmal ein bisschen seine Punkte ausgeben. Bis es irgendwas Besseres für den Dieb gibt.
Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Diese Schilder, die irritieren mich jedes Mal wieder. Manchmal weiß ich nicht, was ich hören soll. Ja, hätte es besser machen können. So, endlich. That's what I'm talking about. It's a good day for battle. Okay, wenn du es meinst. Ich sag, nee. Ich finde den Weg in diese Stadt nicht. Wenn man einfach dann runter gehen kann, ist alles gut. Und dann vorher ab? Und nicht schon wieder dieses Pärchen. Ich will gerade nicht kämpfen. Ich will erstmal heilen. Dann versuchen wir es mal wieder weiter. My turn. Drop. Okay, der Feuerhagel wirkt immer noch nicht so schön, wie er soll. Und mal letztes Gefecht. Und alle besiegt. Und da ist der Weg. Gut. Let us fight with honor. Victory. Death by a thousand cuts. Bring it back.
Langsam reicht es mir mit denen. Der steht immer noch da rum. Frechheit. So. Gleich anfangen oder erst mit die Stadt erkunden? Ich erkunde erstmal die Stadt. Natürlich ist es immer auch. Im nächsten Part geht es dann auch weiter mit der Geschichte. Also könnt ihr jetzt mal zusehen, wie die Stadt ausgeraubt wird. Neue Waffen sind zu kaufen. Wenn man das voll krank ist, dann hilft es nicht. Das ist ja, das ist halt so. Das ist unfair. Man kann sich nicht alles gönnen. Man kriegt nicht alles, was man will. Ich wollte jetzt gerade wirklich Primrose ausrauben. Leider habe ich dann zu spät bemerkt, dass es Primrose ist. Ich bin nur ein einfacher Schwertkämpfer. Zermürbt und aufgerieben. Ich habe schon tausende Schlachten geschlagen. Und jetzt bin ich es leid, diese Klinge zu erheben. Doch da gab es diesen dummen Jungen, der mich zu seinem Helden erkoren hat und ein Kämpfer wie ich werden will. Das ist ein übles und gefährliches Geschäft. Dies ist ein übles und gefährliches Geschäft und bei den Göttern, ich würde ihn gern davon abbringen. Okay. Einfach besiegen sollen wir ihn, glaube ich, dann. Aber Olbrich ist noch zu Level dafür. Bei mir. Vater und Kämpfer. Hat ihren Neffen in Viskul gelebt. Wegen ihrem tiefsitzenden Abneigung gegen jede Art von Gewalt sorgt sie sich um Neffen. Die hofft, dass... Okay. Ah. Das muss man einfach nur jedem sagen. Was sagt ihr da? What the fuck? Der Vater des Jungen war also ein Schwertkämpfer, ja? Ah, eine traurige Geschichte, wenn ein Mann fällt und eine junge Witwe und ihr Sohn zurücklässt. Der Junge hat wohl seinen Vater in mir gesehen, da wir beide Schwertkämpfer sind. Ach, vielleicht bin ich doch zu hart mit dem Jungen umgesprungen. Er braucht einen Vater und glaubte, dass ich das sein könnte. Vielleicht lag er damit gar nicht so falsch. Oh Junge, was treibst du da? Herr? Komm her, Junge, raus aus den Schatten und in die Sonne, wo ich dich sehen kann. Also werdet ihr mich im Schwertkampf unterrichten? Sieh mal, ich kann dir etwas Besseres beibringen. Reiten. Was sagst du dazu? Ich würde lieber den Schwertkampf erlernen, wenn irgend möglich. Donnerwetter, du bist aber ein sturer Bursche. Ich bringe dir das Reiten oder gar nichts bei. Verstanden?
wenn ihr das sagt, Herr. Soll froh sein. Viele Ritter reiten. Ja, dafür dient er die Sachen hier nicht. Und nichts Interessantes. Da war ich ja schon drin. Die Frau kann ich nicht mehr ausrauben. Aber dich kann ich ausrauben. Marthas Bande. Okay, irgendwelche Informationen. Ein verborgenes Objekt. Was hast du? Nichts Interessantes, wie scheint. Meine geliebte Tochter ist verschwunden. Nach dem Tod meiner teuren Gattin habe ich sie ganz alleine großgezogen. Ich würde verrückt werden, wenn ihr etwas zugestoßen wäre. Ich habe schon überall nach ihr gesucht, aber nicht die geringste Spur gefunden. Sie heißt Ellie. Bitte schickt sie heim zu mir, falls sie euch unterwegs begegnen sollte. Das heißt, Namenkind Ausschau halten. Gewand der Flammen. Mein Versuch ja wert. Ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte nur. Ja, bei dir was erkundigen. Nicht sehr groß, die Stadt. Okay, bin ich irgendwie blind oder finde ich den Schmied nicht? Händler auf jeden Fall hier. Tor zur Arena. War ein Versuch wert. Wald ohne Wiederkehr. Okay, ein neues Waldgebiet. Nur zu. Ja, schön. Und was hast du noch zu erzählen? Okay, irgendein Zustand. Nichts Interessantes. Wie stark bist du? Noch keinerlei richtige Lust dazu. Was hast du so bei dir? Ein Dolch, Dolch und Dolch. Also Sachen, die ich verkaufen kann. Ein verborgenes Objekt. Und wie sind ein paar nützliche Sachen. Preis nachher aus dem Gasthaus. Ja. Das war nötig. Wieso habe ich das schon? Oh,
Herr Grüß, erinnert ihr euch an mich? Ihr habt mir doch die Geschichte von den Monsterbändigern erzählt. Ach so, ich habe Gerüchte über ein magisches Schwert namens Schlangenbann gehört. Mit solch einer Waffe könnte ich sicherlich die Riesenschlange besiegen, von der mein Vater besessen ist. Die Schwertkämpfer aus der Arena soll angeblich ein Schlangenbann tragen. Leider will der Mann mir trotzdem trotz Bitten und Flehen das Schwert nicht geben. Es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, meinen Vater zu retten, wenn ich es doch nur irgendwie von ihm bekommen könnte, also klauen. Meinst du, wir brauchen diesen Victor-Stern irgendwann? Keine Ahnung, wie... mühelos herausfordern. Okay. Kundigen nichts. Wie dumm! Was denn? 80%ige Chance. Und dreimal dann noch verkackt. Okay. Ja. Mega. Von einem Teil, das wird ja zerstört, das ist 10.000. Das ist mega teuer. Ein verborgenes Objekt. Was suchst du hier hinten? Wo man in die Arena reinläuft, am Zaun vorbeigehen. Also ein älterer Mann, der Süßigkeiten hat. Nee, die bei ich lieber. Wie gesagt, hier, kurz bevor man in die Arena reingeht, hier oben. Schlangenbahn, okay. Schlangenbahn, okay. Wie hoch muss die Stufe sein? 30 mindestens. Ist ja bald soweit. Kundigen? Nichts Interessantes. Dann gebe ich dem armen Mann mal kurz das Schlangenbahn. Dies ist die verzauberte Klinge Schlangenbann. Damit kann ich die Schlangenbestie töten, die mein Vater versklavt hat. Mein Vater hat Gewalt verurteilt. Er war immer ein guter und gerechter Mann. Doch als die Monster begannen, sein Heimatdorf zu verwüsten, so sah er keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Sein einziger Ausweg war die verbotene Magie. Von ganzem Herzen glaube ich, dass er nichts Böses wollte und deshalb muss ich ihn befreien. Für diese Klinge danke ich euch. Ich werde sie weise einsetzen. Sobald ich meinen Vater gefunden habe, werde ich ihn eigenhändig aus dieser Misere befreien. Auf Wiedersehen. Okay, wir sehen uns irgendwann wieder. Bestimmt, wenn ich die Schlange für dich vernichten soll. Ich habe
immerzu nur gewettet und verloren. Und jetzt ist mein Geldbeutel leer wie die gottverdammte Wüste. Doch die Hoffnung stirbt jetzt. Die nächste Wette wird mir bestimmt Reichtum bescheren. Hör mal, tu einen schicksalsgeplagten Mann eingefallen und stellt euch die Kämpfer an, ja? Berichtet mir über Estrandos, den hiesigen Schwertkünstler, und Monteor, den Lanzenträger aus dem eisigen Norden. Ja, ich habe beide Sachen. Ah, da seid ihr ja. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? Bringt ihr mit? Oh, Monteor sieht also gesund und rüstig aus, hm? Er übt fleißig, sagt ihr, und hat Feuer im Blick. Der Lokalmatador ist da. Das wirkt wie ein Verlierer, sagt ihr? So nervös, dass er Bauchschmerzen hat, ja? Macht sich wohl Sorgen, dass was die heimischen Zuschauer sagen werden, wenn er es verbockt. Da hab ich keinen Zweifel. Bei den Göttern, ich weiß genau, auf wen ich meine letzte Münze setze werden. Seid gesegnet. Und was willst du uns jetzt geben? Achso, er gewinnt jetzt erstmal. Ah, der Schwertkämpfer ist das, hat den Kampf gewonnen. Oh, hat immer nur Pech. Schwein gehabt, endlich ein Glückstag für mich. Jetzt seid ihr überrascht. Hm, tja, ich habe mein Geld auf den Schwertkämpfer Estadas gesetzt. Als ihr mir sagt, wie viel Angst er vor dem heimischen Publikum hat, wusste ich bereits, wie das ausgehen würde. Das Gebrüll des Publikums würde ihm Angst machen und zugleich die Kraft verleihen, seinen Gegner besiegen zu können. Um ehrlich zu sein, stamme ich selbst aus der Gegend. Daher habe ich gern auf unsere Lokalhelden gesetzt. Es bringen mich keine Schulden mehr ins Gefängnis. Mögt ihr gesegnet sein, ich bin euch mächtig dankbar. Danke, okay. Und 4 Münzen. Mal sehen, was ist in der Arena los? Wir einige Leute, die ausgerufen werden wollen. Ach, sei nicht so. Ein verborgenes Objekt. Und im nächsten Part geht es weiter. Was? Hier im Hause? Ja. Rechts, dann zwei Eingänge. Links einmal und rechts. Nein, habe ich nicht, aber wie gesagt, das war's auch schon vom Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.